In Greven müssen derzeit ungewöhnlich viele Hauskaninchen eingeschläfert werden, weil sie die Kaninchenpest Myxomatose haben. Jäger beobachten auch viele Wildkaninchen mit den typischen Symptomen wie Schwellungen am Kopf und Ausfluss aus Augen und Nase. Übertragen wird der Virus meist durch Insektenstiche, sagt Tierärztin Sarah Wellhöhner von der Kleintierpraxis Greven. Kaninchenbesitzer sollten vorbeugen. Man muss die Kaninchen vor den stechenden Insekten schützen und wirklich dann am besten entweder ins Haus bringen oder so den Kaninchenstall schützen, dass man Fliegengitter aufstellt, die eben auch wirklich dicht für Mücken sind, dass keine Mücke durchkommt. Das ist der allerbeste Schutz, gerade eben in den Abend- und Morgenstunden, wenn die Insekten einfach unterwegs sind. Die größten Überlebenschancen haben geimpfte Kaninchen, sagte Wellhöner weiter. Dieses Jahr sagt der Infektionsdruck durch die vielen Mücken allerdings so groß, dass auch geimpfte Kaninchen erkranken. Die brauchen dann Antibiotika.